Home Sweet Home war tatsächlich das erste Hindi-Horror-Game, wahrscheinlich Hindi-Horror-Game, Alter, sind wir im Religionsunterricht oder was? Home Sweet Home war das erste Indie-Horror-Game, was ich hier auf dem Kanal tatsächlich gespielt habe und für mich damit auch irgendwie diese Einstiegsdroge gewesen, wodurch man überhaupt erst in dieses YouTube-Genre hineingerutscht ist. Und heute werden wir uns einmal anschauen, ob dieses Horror-Game aus 2017 nach knapp 6 Jahren immer noch so gruselig ist, wie es damals einmal gewesen war. Babe, ah. Wake up. Oh, was? Oh ja, geh mir erstmal ein Bier holen, Alter. Vorher mache ich hier gar nichts. Oh. Warte mal eben, Schatz. Ich komme gleich. Ganz schnell hier. Oh, besser, ey. Oh, Gottes Willen. Meine Fresse. Oh. Warte mal. Ich habe überhaupt gar keine Freundin. Wer war das gewesen? Ist doch egal. Ich quatsch hier nur wieder ein bisschen rum. Liebe Freunde, mein Name ist Tobitos oder auch besser bekannt als der Typ, welcher immer noch der Meinung ist, dass früher alles besser war und... Spürt ihr das, Alter? Spüren Sie es, Mr. Krabs? Das trieft so richtig nach 2017, als Indie-Horror-Games noch gut gewesen waren und nicht nur aus bunten Freddys und irgendwelchen komisch lebendig gewordenen Spielzeugen bestand. Na gut, wir werden uns hier auf jeden Fall mal ein bisschen umschauen. Das scheint wohl unser kleines Apartment zu sein. Eine ganze, ich würde mal schätzen, 15 bis 20 Quadratmeter haben wir auf jeden Fall am Start. Gar nicht mal so schlecht und auch meine Güte... Wer hat denn hier schon wieder den Sperrmüll mir hier wieder vor die Tür gestellt? Das waren bestimmt wieder die Nachbarskinder, die mir einen kleinen Streich spielen wollen. Ah, guck mal hier. Crouch mit C, genau. Oh, guck mal, hier hat jemand sein Lichtschwert verloren. Das nehme ich mir doch direkt mal eben ganz kurz. Damit wir auch was sehen. Ja, es ist ja wirklich stockdunkel, Leute. Man sieht ja quasi nichts. Junge. Wenn der die Taschenlampe rausholt, dann weißt du, dann musst du in Deckung gehen und aufpassen, was du sagst. So. Die Stühle haben sich übrigens auch schon zusammengefunden zum wöchentlichen Treffen der anonymen Stühle. Also, entweder stirbt die Katze gerade oder die illegal eingewanderte Putzfrau hat mal wieder das Radio angelassen. Ich bin mir noch nicht ganz so beruhigt durch, Leute. Es war nur ein Witz gewesen, ja? Musst du aufpassen, was du heutzutage sagst. So, komm, mach den Scheiß hier mal aus. Oh, jemand hat das Bild kaputt gemacht. Das tut mir jetzt aber leid. Oh, guck mal, einen Schlüssel. Den nehme ich mit. Oh, warte mal. Ich kann den... Wow. Guck mal hier, wie ich den rotieren kann. Und eine Zeitung, die ich leider nicht lesen kann, weil sie irgendwie auf einer Sprache ist, die ich gerade nicht ganz zuordnen kann. Es tut mir wirklich leid. Newspaper. Date September 28, 1996. Ja, da war ich noch nicht auf der Welt gewesen. Geht mich also nichts an. Ich leg das Ganze mal wieder weg. Komme ich jetzt hier durch? Stand da gerade Use-System? Ach, 2017, Alter. Ich hab die echt vermisst. Wir hatten die Nebelmaschine hier eigentlich angemacht, sag mal. Ist irgendwie so stickig hier ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber... Hey. Hey, you. Find a girl to... Finde ein Mädchen, um sie nach dem Ausgang zu fragen. Vielleicht hast du es noch nicht ganz mitbekommen, ja? Aber auch das männliche und diverse Geschlecht können dir da eventuell weiterhelfen. Zum anderen gibt es jetzt auch nicht wirklich viele Wege, wo du langgehen kannst. Also bisher herrscht hier wirklich straightes Schlauchlevel. Warum steht hier am Geländer, dass ich rennen soll? Soll ich mich jetzt über das Geländer stürzen oder was? Okay, wir können auf jeden Fall rennen. Das ist fantastisch. Das freut mich wirklich sehr. Guck mal hier, Feuerlöscher. Da können wir hier gleich die Feuergolems vertreiben. Ach, guck mal hier. Wo dran? Ah! Nee, ich hab's schon kapiert. 2017 ruft die da an, ne? Ja, ja. Die hatten noch die guten Jumpscares gehabt. Ich erinnere mich. Da komme ich nicht rein, ne? Ich wollte gerade... Irgendwer hat hier gerade im Treppenhaus gefurzt. Ich wollte gerade schon sagen, der Golem ist hier unten auch schon am Start mit seinem roten Leuchtelicht. Falling Bargage Bed. Cannot identify what is inside. Digga, ich möchte auch nicht wissen, was da drin ist. Warum ist das jetzt wichtig, zu wissen, was da drin ist, Alter? Wo ist sie hingegangen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Stimmt in... Oh nein! Eine gemauerte Steinwand mit einem roten Fleck drauf. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Nein, was tun wir denn jetzt? Wo kommt denn jetzt die Blutspur, ja? Wäre es an dieser Stelle jetzt eine gute Idee, den roten Fußspuren zu folgen? Wahrscheinlich nicht. Aber hey, wer sind wir schon? Wir sind halt ein bisschen dämlich. Ist eben halt so, ne? Okay. Guten Tag. Kann ich Ihnen eventuell weiterhelfen? Warum Utensilien? Frauenzeug? Fuck. Oh, die macht Yoga.
Ja, schreien Sie mich jetzt doch nicht so an. Okay, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich mal laufen sollte. Laufen, Kollege, nicht schleichen. Laufen, mach diese dämliche... Ach ja, fantastisch. Da waren die Maurer mal wieder ganz schnell gewesen. Versteck dich da drin. Komm schon. Klassiker am Spiel. Mädchen, ganz ruhig. Wo ist denn hin? Okay, gut. Wir dürfen, glaube ich, wieder rausgehen. Ich glaube, dem Cuttermesser zu urteilen, sind hier, glaube ich, die Bauarbeiter unterwegs. Das würde zumindest auch erklären, warum hier andauernd immer irgendwelche Gänge zugemauert sind, du. Die sind echt fix hier aktuell. Das ist echt ekelhaft, weißt du das? Also, Mädchen, das geht nicht. Mach nicht diesen, ey. By the way, ich hab's übrigens noch nicht erwähnt, aber das hier ist übrigens nur die Demo, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Die geht so um die etwa 20 bis 40 Minuten. Ja, ich habe mich gerade richtig erschrocken, du. Meine Güte. Eine hängende Lampe, okay. Dann wird der Elektriker wahrscheinlich ja auch noch gleich unterwegs sein. Wir lassen uns mal überraschen, aber... No joke? Die Atmosphäre ballert, liebe Freunde. Was ist das hier? Ja? Warum auch immer und was das für ein Sound ist, ist mir egal, gib das her. Okay, eine Kneifzange haben wir gefunden. Kannst du mal bitte deinen Maul halten? Dankeschön. Was sollen diese Sounds? Brudi, jetzt muss ich aber los hier. Könnte ich hier... Ja, mach doch auf die Scheiße, die sind da mir, Alter. Die kommt schon, jetzt mach... Alter, ich muss hier ganz schnell weg. Oh Gott, des Willen. Also, nein. Ganz schnell durch da, ganz schnell durch da. Und hier rein. Mein Name ist Tobias Hasstedt. Ich weiß von nichts. Die kommt nicht, ne? Die hält sich zurück. Okay, ich geh mal wieder vorsichtig raus. Nö. Die hat, glaube ich, Probleme, Türen aufzumachen. Gut zu wissen. Hör mir auf, mir so eine Angst zu machen. Meine Güte, Alter. Was ist das hier für ein Assi-Haushalt, wo ich gelandet bin? Das ist einfach nur ekelhaft, Leute. Wirklich. Da zucke ich erstmal meine Taschenlampe, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Der nächste, der mir um die Ecke kommt, der... Alter, die Bauarbeiter, ne? Ich weiß nicht, was sie hier vorhaben, aber hier wird echt komplett Kernsanierung gemacht. Aber für uns geht es jetzt wahrscheinlich erstmal hier weiter. Guten Tag. Knossi, nachdem er die Kokosnuss gegessen hat. Sollen wir vielleicht mal reinschauen, was da gerade so abgeht? Ach, die Tür ist zugeschlossen. Ja gut, vielleicht lassen wir die Bude auch mal alleine, du. Ich glaube, die hat andere Probleme. Wir schauen mal in die 104 rein. Gut, hat sich damit wahrscheinlich auch erledigt. Okay. Wir schauen mal weiter. Aha, Badezimmer, ja. Alter, ist das ranzig, Digga. Ist das hier ein Lost Place oder eine Baut... Ey, boah, ist das ekelhaft. Ich hab nichts gesagt, dein Badezimmer ist wunderschön. Sorry. Was soll denn das? Ja, vielleicht mache ich auch wieder zu. Oder latscht die da gerade? Ist die da gerade unterwegs? Irgendwer hat auf jeden Fall die Tür hinter mir zugehauen. Number 5. Okay. Und hier siehst du es wieder, hier wohnen die Kriminellen, ne, ja, ja. Hören sie hier wieder ihre aggressive Musik, doch, die zum Drogenkonsum verleitet. Da komme ich nicht rein. Das bedeutet, wir müssen mal weitergehen. Irgendwer hat hier seine Flipflops vergessen. Ach ja, natürlich. The wood pallets are blocking the way. Lass mich raten, wir müssen irgendwie ein Kuhfuß oder sowas finden. Und ich glaube, die Alte ist auf der Suche nach uns. Die Frage ist, wo kriegen wir das Ding jetzt her? Warte mal, jetzt kommen wir da rein, wo sie sich gerade ausgekübelt hat, ne? War das hier gewesen? Hier waren wir noch nicht dran. Ist jetzt doch mal gut, meine Güte, hör doch mal auf, die Türen zu knallen. Ist das der Wind oder was? Was haben wir hier? Nordwest Chase Number. Description. Shanes, Haare und Nägel. Und irgendeine Nummer. Ruf da bitte nicht an, Leute. Es ist meistens nicht so gut. Verfluchte Nägel. The cursed nails. Do you have... Ach komm, das muss ich mir jetzt wirklich nicht durchlesen. Wir können uns doch alle schon denken, dass es hier wieder irgend so ein Voodoo-Kaduvu-Quatsch ist oder sowas.
Ja, genau das wird es nämlich sein. Blutüberdeckte Nägel. Es ist noch Fleisch mit dran. Und die hat sie ja gerade eben, glaube ich, ausgekotzt, ne? Und ich glaube nicht, dass sie Pipi Langstrumpf ist und einfach nicht gut verdaut hat. Da bin ich hier. Ach, guck mal hier. Der Kuhfuß, Crowbar. Sehr nice. Ja, ich weiß, was ein Crowbar ist. Bitte geben Sie mir das. Well? Nee, die sieht mich hier nicht. Durch diesen halbdurchsichtigen Umhang. Alter Mädel. Boah, Alter. Ach, jetzt geht's mir wieder besser. Schatz, ich komme. Ich habe inzwischen so eine Vermutung. Kann das sein, dass sie irgendwie verflucht wurde mit so einem Voodoo-Zauber? Ist das möglich? Kann das sein? Aber warum hat sie dann so einen Hass auf uns? Das ist natürlich die andere Frage, ne? Das geht auch leise. Wo war jetzt der andere Schnulz gewesen? Wir wollten jetzt die Bretter da wegmachen, ne? So war es doch gewesen, genau. So, hier, hau weg die Scheiße. Kommt die jetzt? Ist das zu laut? Ich bin mir nicht ganz sicher. Beeil dich bitte ein bisschen. Okay, jetzt können wir durch. Ah, jetzt sind wir im Kriechkeller gelandet. Okay. Sieht ja aus wie bei mir im Kühlschrank. Das war nur ein Witz gewesen, Leute. Aber der Typ hat echt ein bisschen mit dem Husten zu kämpfen, ne? Ich glaube. Ich meine, oh nein, ein Rohr. Oh Gott, PT-Rohre. Oh, oh Gott. Du hast meine Schwäche entdeckt. Gott, und Mäuse. Scheiße. Alter, warum? Weshalb? Weint. Ich glaube wirklich, dass wir es hier irgendwie mit einem Fluch oder sowas zu tun haben, dass sie eigentlich gar nicht böse ist, sondern gewisse Problemchen hat. So. Aber trotz Probleme muss man zwischendurch auch als Monster mal auf Arbeit gehen, wie jetzt beispielsweise. So. Was haben wir denn hier so Schönes? Strange looking dolls. Komisch aussehende Puppen, die sich da irgendwie umarmen und zusammengebunden sind. Okay, habe ich gerade auch schon vermutet, dass es wahrscheinlich irgend so eine Voodoo-Puppe ist, womit man dafür sorgen kann, dass zwei Menschen halt sich ineinander verlieben. Ja, ist ja gut, beruhig dich, Alter. Das Cuttermesser-Mädchen. Das bin ich damals in meiner Ausbildung gewesen, wenn ich meinen Kollegen immer Angst machen wollte. Immer hinter den Gestellen dann mit dem Cuttermesser, immer. Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Die hat auch ein bisschen mit dem Atem zu kämpfen, ne? Aber wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Hier kamen sie, glaube ich, eben wieder raus. Also überall, wo Blut ist. Überall, wo Blut ist, kann sie sich wahrscheinlich irgendwie durchteleportieren. Komm ich hier durch? Ja, ist ja gut, Alter. Musst du nicht gleich hier in die Fresse knallen, doch. Wo ich sehe, da hinten schon irgendwas leuchten. Das wird doch irgendwie wieder so ein Sicherungsding sein, oder nicht? Warte mal. Hier das Teil. Ich sollte mich mal eben ganz kurz verstecken. Kennen? Nichts? Gar nichts? Niemand? Oh, okay, okay. Nee, ist in Ordnung. Nee, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich verstecke mich hier mal eben kurz. Und nee, du hast meinen kleinen süßen Hintern da nicht reinflutschen gesehen, du. Die ist auch so ein bisschen beschränkt, Leute, müsst ihr wissen. Ja, in der Richtung, ganz genau. Geh mal da lieber gucken. Meine Güte, 10.51 Uhr und ich bin bester Laune aktuell. So, ist sie jetzt endlich mal weg? Darf ich jetzt wieder raus? Ich versuch's jetzt einfach mal ganz leise und vorsichtig. Bisher sind wir ja noch nicht gestorben. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn sie uns erwischt. So, was ich gerade sagen wollte, hier ist noch irgendwas durchgebrannt. Wahrscheinlich die Sicherung. The door can't be open. Seems like the fuse is broke. Junge, da rutscht doch unter und dann durch, ey. Warum sind die denn in Horrorgames immer so behäbig, ey? Bisschen nachdenken einfach. Ist doch echt nicht so schwer. Und lass mich raten, die Sicherung liegt genau da. Ach ja, genau. Guck mal, da liegt sie doch auf dem Schreibtisch. Ich sehe sie doch. Bedeutet, wir müssen uns jetzt erstmal hier wieder an der alten vorbeischleichen. Ich habe ja richtig Bock, ey. Meine Güte, habe ich Lust da drauf. Aber hier die guten Kallax-Regale aus dem Jahr 1954 von Ikea. Und die ganz alten, die ursprünglichen Leute. Auf jeden Fall auch am Start. So, wo ist sie gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich schleiche mich jetzt hier einfach mal entlang.
Ja. Ja. Wir müssen da hinten irgendwie durch. Genau, da ist eine Tür. So, die sieht mich nicht, wenn ich jetzt hier... Come back to me. Ich weiß ja nicht, ob ich das unbedingt will. Jetzt durch. Die sieht mich nicht, ne? Die sieht mich nicht. Sneak mich jetzt hier einfach vorbei. Och nee, dann müssen wir ja gleich wieder zurück, ne? Das hat sie nicht gehört, nein. Ich will mal STRG gerade drücken, aber du musst dich mit C halt aufstehen. Das ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht. So, eine Fuse. Hätten wir uns nicht auch irgendwas Langes nehmen können und dann da... Naja, wäre wahrscheinlich laut gewesen, ne? Renner! Nein, das war ich nicht gewesen. Wer hat das dumme Radio angemacht? Das war wieder die Putzfrau gewesen, ne? Ich wusste es. Oder die Katze stirbt gerade wieder. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Draußen, Ebens draußen. Jetzt aber los. Nein! Oh, nein, 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 nein. Was? Oh, Alter, gemessert hat sie mich, ey. Okay, wir sind wieder hier. Jetzt geht das... Dumme... Hä? Das Radio geht gar nicht an. Hab ich das vorhin aus Versehen gedrückt? Wait, warte mal. Ist das so... Ach komm, nee. Komm, ich habe jetzt überlegt, ob ich die vielleicht so ein bisschen hin und her locke, aber ich glaube, das ist eher doof. So, warte mal. Ich gehe mal eben hier hin. Wo ist sie gerade? Okay, dort. Da kann sie meinetwegen auch gerne bleiben. Genau, geh du da mal lang und ich zisch mal eben ab. Ich habe hier nämlich noch andere wichtige Dinge zu erledigen. Ach, hier kommen wir gar nicht durch, so ein Mist, Alter. Die irgendwie wieder den ganzen Sperrmüll hingelegt hat. Ich bin hier nicht, ich war hier nie gewesen. Ich mache mich wieder aus dem Stau. Gut, dann wollen wir doch einmal ganz kurz hier die Sicherung einsetzen. Ja... Hast du fantastisch gemacht. Dann drücken wir hier nochmal das süße kleine Knöpfchen und dann... Und dann durch. Wenn die Alte das jetzt nicht mitbekommt und sie wird das sowas von mitbekommen, jetzt quitsch die doch mal durch da. Meine Fresse, Alter. Oh, ist der immer doof, ey. Ist der behäbig und ist der... Tür? Jetzt mach! Oh Gott, schon wieder? Ernsthaft? Oh Gott, sie steckt da noch ein bisschen fest. Sie hat gerade noch zu tun. Jetzt mach doch endlich, meine Fresse. Lauf, du Affe. Alter, oh Gott, ich liebe diese Passagen. Fantastisch, Alter. Da weißt du aber auf jeden Fall, du hast es gleich hinter dich. Du, da kann ich... Nein, was? Bitte, geh weg. Jetzt lauf doch, du Idiot, Alter. Das nennst du Rennen? Digga, was ist denn los mit dir? Komm schon. Rainer. Ja, danke. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein von Home Sweet Home. Hier könnt ihr euch noch weitere Spiele anschauen, wo wir uns mal wieder alte Horror-Games angeguckt haben. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao, euer Tobi Toast.